Der Druide erwähnt in seinen Notizen ein Versteck aus Kräutern. Weißt du etwas darüber? I know little of the magic of people, but there is a trick we nymphs love to use. Herbs and flowers can keep secrets, as well as reveal them. Place a herb in a chest you wish to hide. It will conceal the treasure from strangers' eyes. Place the herb there again, and it will reveal what was hidden. If the druid used this trick, he probably chose simple herbs, likely those that can be found nearby. Ich weiß nur wenig von der Magie anderer Leute, aber es gibt einen Trick, auf den wir Nymphen gerne zurückgreifen. Kräuter und Blumen bewahren und enthüllen so manches Geheimnis. Legt ein Kraut in eine Truhe, die ihr verstecken wollt, und es verbirgt den Schatz vor neugierigen Augen. Legt erneut ein Kraut hinein, und schon wird das Verborgene wieder sichtbar. Falls der Druide um diesen Trick wusste, hat er vermutlich einfache Kräuter benutzt, die in der Nähe zu finden sind. Okay. Und wir haben ja sogar auch ein Kraut gefunden. Das können wir mal testen. Erzähl mir von dir. Ich wüsste gerne mehr über meine Verbündete. Do you really wish to know? Fine. I'll tell you a fairy tale. Once upon a time, there lived a young nymph. She lived in an enchanted forest, where 1,000 birds sung day and night, where the sun often left a spark or two hanging in the tree crowns, and where the starlight fell on sleepy glades like a glowing soft haze. Die Nymphe blickt dich mit kalten Augen an. Wollt ihr das wirklich alles wissen? Schön. Ich erzähle euch ein Märchen. Es war einmal eine junge Nymphe. Sie lebte in einem verzauberten Wald, in dem Tausende von Vögeln Tag und Nacht sangen, in dem die Sonne die Kronen der Bäume mit ihrem Licht wärmte und in dem das Sternenlicht wie ein schimmernder Nebel auf friedliche Lichtungen fiel. The young nymph loved simple things, like sitting by the stream with her friends, braiding each other's hair and adorning their braids with crystals made of dew, or watching the flowers blooming. But inside her soul, the young nymph dreamed of something more. Die Stimme der Nymphe ist leise, aber klar. Als du sie hörst, scheinst du den Duft der Lichtungen zu riechen, auf denen sich der morgendliche Tau mit dem Geruch von Frühlingswiesen voller Blumen und Blüten vermischt. Die junge Nymphe liebte einfache Dinge. Gerne saß sie mit ihren Freundinnen am Fluss, wo sie sich gegenseitig das Haar flochten und ihre Zöpfe mit Kristallen aus Morgentau schmückten. Mitunter sah sie auch einfach nur den Blumen beim Blühen zu. Tief in ihrer Seele erträumte sich die junge Nymphe jedoch mehr. Oh, dreams. Nothing in any world can live without them. Even a seed that falls in fertile soil cannot sprout without the dream of the sun. The same was true for our nymph. She wished to turn her enchanted forest into a true fairy tale kingdom and fill it with thousands of wonders. Plans so ambitious rarely go unnoticed by greater powers. O Träume, nichts auf dieser Welt kann ohne sie leben. Selbst ein Samen, der auf fruchtbaren Boden fällt, kann nicht sprießen, wenn er nicht von der Sonne träumt. So ging es auch unserer Nymphe. Sie träumte davon, ihren verzauberten Wald in ein wahres Märchenreich zu verwandeln und ihn mit Tausenden von Wundern zu beleben. Doch derlei ehrgeizige Pläne blieben von höheren Mächten nur selten unbemerkt. Der Duft des Waldes und der Wiesen verändert sich. Plötzlich riecht es nach einem aufziehenden Sturm.
Those greater powers decided to punish the nymph for her boldness. They sent a horrible monster to poison the enchanted forest and kill the singing birds. The nymph was forced to flee. And finally she found shelter here in the stolen lands. Here she hoped to sprout the seeds of a new dream, even as she mourned the dream she'd lost. But then the magic mist appeared, killing everything that lived. And the nymph cast about, desperately searching for help. So far, these are the fairy tale's final words. But I hope this is not the end. Und so beschlossen diese höheren Mächte, die Nymphe für ihre Kühnheit zu bestrafen. Sie schickten ein schreckliches Monster, das den verzauberten Wald vergiftete und die singenden Vögel tötete. Die Nymphe selbst musste fliehen. Und schließlich fand sie hier Zuflucht, in den gestohlenen Landen. Hier hoffte sie, die Saat eines neuen Traumes ausbringen zu können, obschon sie noch immer ihrem verlorenen Traum nachtrauerte. Doch dann kam der magische Nebel, der alles Leben tötete, und die Nymphe suchte verzweifelt nach Hilfe. So endet das Märchen vorerst, aber ich hoffe, es ist noch nicht vorbei. Wärst du bereit, mir deine Geschichte zu erzählen? Von diesen bösen Mächten, dem verzauberten Wald, dem Monster? Wo war das, wenn das nicht in den gestohlenen Landen war? One day, perhaps. Perhaps I will tell you more. But it doesn't matter now. We need to concentrate on the problems at our doorstep. The Stag Lord, the Druid, the Mist. Eines Tages werde ich euch vielleicht mehr erzählen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen uns auf die Probleme vor unserer Nase konzentrieren. Den Hirschkönig, den Druiden und den Nebel. Also gut, dann sagt mir, was ich als nächstes tun soll. Search the area around the hut. Try to find anything that remained of the Druid who lived here. I am sure the fog is his doing. This suffocating veil is as vicious as his nature. We should learn more about the fog and the ritual through which it was created. Return to me if you find anything. The past may hide the answers that shape the future. Such das Gebiet um die Hütte ab. Findet alles, was von dem Druiden übrig ist, der einst dort lebte. Ich bin sicher, der Nebel ist sein Werk. Dieser erstickende Schleier ist ebenso böse wie sein Wesen. Wir sollten mehr über den Nebel und das Ritual in Erfahrung bringen, das ihn schuf. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr etwas findet. Vielleicht birgt die Vergangenheit die Antworten, die die Zukunft formen. Okay. Wir haben ja die gleichen Interessen, nämlich den Hirschkönig aufzuhalten. Deshalb sage ich das fünfte jetzt mal nicht. Sondern ich komme später wieder. Lebt wohl. I will be waiting. Ich werde warten, flüstert die Nymphe. Ja. Gut, da hinten wachsen noch ein paar Kräuter. Essbares Moos. Ach so, das ist am Stein. Okay, hier sind noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. What's that? Da haben wir noch was gefunden. Geschenk der Dryade. Ein Andenken an längst vergangene Zeiten. Aha. So ein Questgegenstand oder so. Hier liegt noch was rum. Jade. Ach. Eine Knochenkette. Aha. Silberne Kette und eine Goldmünze. Moment.
Ein funkelnder Edelstein. Aha. Gut, da ist die Treppe. Da ist die Hütte. Und hier ist wohl so eine Art Schrein. My search was not in vain. Der Steinaltar ist mit einem erodierenden Blattmuster und den Symbolen des grünen Glaubens verziert. Ah, der grüne Glauben. Der grüne Glauben ist eine Religion, die sich nur an die Natur hält. Ein offensichtlich verlassenes, verwittertes Holzhaus. Also, nicht mal an einen Gott der Natur, sondern tatsächlich nur die Natur. Und ich sehe, da ist ein Wolf drin. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich wieder einen Wolf kämpfen hier. Aber darauf können wir uns vorbereiten. Moment. Wow. Wir könnten zum Beispiel... I'm listening. Sie hier mit dem Schild reinschicken, das ist eine Option. We should prepare. Können wir uns noch irgendwie ein Schild des Glaubens können wir uns auch geben? I am yours to command. Zur Wash an. Wo geht's denn rein? Ach, da to hinten. Victory. Ein wilder Wolf. Naja, gut. Den schafft Valerie zur Not auch allein, glaube ich. Kann er ja mal einen Zauber verwenden. Ach du Scheiße. Was war das denn? Und ich glaube, er hat sie gerade niedergerungen. Kritischer Treffer. Boah, das ist... Ja. Na, Gott sei Dank. War's das? Oh. Hier liegt ja allerhand Zeug rum, wa? Was ist denn das da? Auf dem Boden neben der Truhe wuchsen einst Küchenkräuter. Sie sind vor langer Zeit verdorrt. Okay, dann sollen wir wahrscheinlich hier die Kräuter einlegen, ne? Oh, hier liegt noch ein Zettel. Nugras verlorene Notiz. Ich war heute wieder beim alten Tempel des Elchs. Ein böser und dunkler Ort, wie meine Seele. Einst strahlend und nun leer und schrecklich. Oh, das wird Jot nicht so gerne hören. Hat er mir nachspioniert? Sollte ich ihn einsperren? Nein, egal. Was kann er schon tun, dieser nutzlose Feigling? Außer dem Jammern und sich zu verstecken. Außer dem kann er doch nichts tun. You come again. Did you find something? Oh, Alte, auf Schritt und Tritt folgst du mir. Die Nymphe streckt ihre Hand nach dir aus. Ihr seid zurück. Habt ihr etwas gefunden? Ich bin nicht zurück. Ich war hier noch gar nicht fertig. Ich habe die Notizen des Druiden gefunden. Er schreibt von einem Tempel des Elchs. Hilft uns das weiter? An ancient temple. The temple of the stag god. Yes, yes, that must be it. The place of power where the druid created the fog. Perhaps we'll be able to cleanse it from there. The temple hides in the thicket not far from here. You will need to go there and purge the place of whatever evil still lingers there, summoned by the druid's sinister ritual. Take care. You are my only hope. Die blauen Augen im fahlen Gesicht der Nymphe funkeln. Ein alter Tempel. Der Tempel des Hirschgottes. Ja, ja, das muss es sein. Der Ort der Macht, an dem der Druide den Nebel schuf. Ja, ja, das muss er sein. Vielleicht können wir ihn von hier auflösen. Den Nebel.
Der Tempel ist im Dickicht, nicht weit von hier verborgen. Geht dorthin und reinigt den Ort von allem Bösen, das dort lauert und durch das dunkle Ritual des Druiden beschworen wurde. Seid vorsichtig. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Obi-Wan Kenobi? Ja. Ich muss dich noch etwas fragen. Then hasten. Time is of the essence. Dann macht schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, okay, dann frage ich nichts. Mir ist jetzt alles klar. Lebt wohl. Das ist ja voll die Stalkerin. Gut. Tempel des Elchs. Das wird Jot wirklich freuen zu hören. Jetzt gucken wir mal hier rein. Da ist nichts drin. Wenn wir da jetzt aber Kräuter reinlegen... Moment. Sollen wir die reinlegen oder sollen wir die da vorne, sollen wir die hier vielleicht hinlegen? Küchenkräuter. Don't hesitate. Warte mal. Everyone counts on me. Aber wer ist vorne, Valerie? I am your shield. Essbares Moos. Also mehr haben wir hier aber nicht gefunden. Oh! Okay, es hat doch funktioniert. Was haben wir denn da? Splitterus. Sieht wie ein Pilz aus. Würde ich nicht unbedingt essen. Ein magisches Kurzschwert. Das ist sehr schön. Und ein Buch. Über Transmutationen und Körpergifte. Band 1. Alchemie ist die dreieinige Wissenschaft von Grundelementen, aus denen alle Dinge bestehen, Kräften, durch die dieselben Dinge in Bewegung gesetzt werden und Gruppen all solcher Dinge, die ein gelehrter Verstand in unserer Welt erkennen kann. Diese überaus imposante Kunst verleiht demjenigen, der sie ausübt, nicht nur Macht über die Natur, sondern auch über das, was jenseits der Natur liegt. Wer sie vollends gemeistert hat, wird den Göttern gleich sein. Und doch wird Leid über jenen kommen, der sich dem Studium ohne den gebotenen Eifer widmet, denn seine Tage sind gezählt. Der Weg ist gleichermaßen gefährlich wie mühsam, und wer ihn achtlos beschreitet, wird keine Weisheit finden, sondern ein rasches, grausames Ende. Puh. Cool, aber der Trick mit den Kräutern hat funktioniert. Sind die Kräuter jetzt eigentlich aufgebraucht? Ich glaube ja, ne? Na gut. Wir mussten erstmal rausfinden, wie das funktioniert alles. Okay. Ich glaube, die Nymphe zeigt uns den Weg zu dem Tempel des Hirschgottes, zu Irastils Tempel, der Tempel des Elchs. Der wird dann hier irgendwo im Wald sein. Oh. Da haben wir wieder ein paar Kräuter zurück. Das ist ganz gut. Sollen wir vielleicht noch lagern? Ich weiß es gar nicht. Wie sieht denn der Status aus? Valerie. Valerie hat eigentlich noch einen Zauber heute. Was interessant ist. Haben wir nicht zweimal gezaubert? Ah ne, das zweite Mal sprühende Farben hat sie nicht mehr benutzen können wahrscheinlich, ne? Na gut. Ist ja leider eine Sache.
dass das arkane Bündnis hier nicht richtig funktioniert. Gut, ich hatte schon befürchtet, wir müssten suchen, in welche Truhe wir die Kräuter reinlegen müssen, um hier weiterzukommen. Aber Gott sei Dank hat sich das dann erledigt. Our duty calls. Give the order. Ready and willing. Zwei von uns sind ein bisschen verwundet, aber das können wir eigentlich mit einmal Energie kanalisieren beheben, glaube ich. Oder mindern, zumindest. Komm, das war ja lächerlich. So, einmal behalten wir zum Notfall. Ne? Wer weiß, was noch passiert. Aber ansonsten haben wir noch einige Zauber. Da müssen wir jetzt nicht sofort übernachten. Wir können dann tatsächlich erstmal weiterreisen. In der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr fandet das hier genauso interessant wie ich. Ich freue mich schon auf den Tempel des Elchs. Bis dahin, euer Ben.